Il Aletino. Bei allem Staunen darüber, dass von dem Glanz des sowjetischen Spiels noch etwas abgekratzt worden ist, muss man erwähnen, dass auch die sowjetische Mannschaft natürlich das 10. Spiel spielt. Auch wenn sie alle Spiele gewonnen haben, so haben diese Spiele auch für sie viel Kraft gekostet. 14. Minute, immer noch 2:2. Mit dem Unentschieden sind die Sowjets Weltmeister. Larionov, Makarov, Krutov sicher vor dem Tor. Da kommt der Pass und Kasatonov verpasst. Und der Konter kommt aber nicht schnell genug. Und ich muss es betonen, bemerkenswert, Fairness in diesem Spiel, das übrigens vom polnischen Schiedsrichter gut geleitet wird. Dziewicz heißt der Mann. Achtung auf Krutov, Makarov, der Mann, der die Torschützenliste anführt. Mit nicht weniger als 14 Assists und 4 erzielten Toren. 3 in der Endrunde. Die Spannung steigt. Der polnische Schiedsrichter übrigens zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft im Einsatz. Viktor Tichonow. Bis jetzt ist er mit seinem Team Weltmeister mit dem 2:2. Ob den Schweden die Kraft noch reicht, um noch einmal zuzuschlagen? Sie sind in einem Dilemma. Sie dürfen auch nicht zu offensiv werden und die Abwehr zu sehr öffnen. Starikov. Oslin gibt der Mannschaft unerwartet großes Selbstvertrauen. Mit diesem Spiel hat er sich sicher schon zum Standardhüter der schwedischen Nationalmannschaft emporgehisst. Etwas mehr als 5 effektive Spielminuten noch. 2:2 steht es. Irgendwann bei diesem Spielstand müssen die Schweden noch einmal alles riskieren. Alles oder nicht. Wenn die Sowjets nicht alles vorher klar machen, auf dem Weg dazu sind sie mit diesem Tor. Und wie sie jubeln, das zeigt auch deutlich, wie schwer es für sie war bis jetzt. Bikov ist der Torschütze zum 3:2. Und jetzt können sie jubeln hier. Die Leute auf der Tribüne, die 15.000, die so still und diszipliniert da sitzen, wenn das Spiel läuft. Aber jetzt freuen sie sich an diesem Treffer. An diesem Treffer, der vielleicht eine Vorentscheidung in diesem Spiel ist. Denn jetzt sind die Schweden gezwungen zu öffnen, ganz total auf Offensive umzuschalten, wenn sie in den letzten 4 Minuten und 14 Sekunden den Dingen noch eine Wende geben wollen. Drei zu zwei also. Jetzt müssten die Schweden 2 Tore schießen.
Die Kopftreffer ist jetzt das sechste Tor an dieser Weltmeisterschaft. Der Block kommt noch einmal. Interessant ist, dass in diesem Spiel nur gerade ein Tor bis jetzt vom ersten Block stammt, dasjenige von Fetisov zum 2:0. Krutov, Makarov, Kazatonov, Krutov, welche Wendigkeit. Noch vier effektive Spielminuten. Jetzt bleibt den Schweden wirklich nichts anderes übrig zu diesem Zeitpunkt, als alles zu riskieren. Doppeln oder nicht. Hier ein Spieler muss auf die Strafbank stehen für die Schweden und Krutov für die Sowjetunion. Oder doch nicht stehen, sondern das ist Pettersen. Pettersen und Krutov auf der Strafbank 4 gegen 4 und nicht mehr ganz 4 Minuten effektive Spielzeit zu absolvieren. Die sowjetische Mannschaft führt mit 3:2. Die Schweden müssten jetzt 2 Tore erzielen, um noch Weltmeister werden zu können. Bulli im schwedischen Drittel. Södergren. Aber das über lange Zeit defensive Spiel der Schweden hat viel Kraft gekostet. Ich weiß nicht, ob sie die Kraft noch haben. Nur noch 3 Minuten. Aber man muss schon sagen, dieses schwedische Team hat dem bisher 19-fachen Weltmeister alles abgefordert. Und die große Überraschung war der schwedische Hüter. Der dritte Mann. Larionov, Makarov, Kazatonov. Die letzten 2 Minuten in diesem Spiel, das doch noch voller Spannung gewesen ist und dramatisch war und dies vor allem dank einer ganz hervorragend eingestellten jungen schwedischen Mannschaft, der man das eigentlich in diesem Schlussspiel nicht zugetraut hat, nach dem, was man von den Sowjets bisher gesehen hat. Anderthalb Minuten noch. Und
Scheikin deckt hervorragend seine Ecke. 10. Höck im Publikum. Hut ab vor dieser hervorragenden Leistung der schwedischen Mannschaft. Die jetzt, wenn ich das Zeichen richtig gedeutet habe, das Timeout verlangt. Das ist Aslin. Aslin, der wirklich eine großartige Partie gespielt hat und ein echtes Rückgrat war für diese hervorragend eingestellte schwedische Mannschaft. Sie hat ja auch schon im Qualifikationsspiel nur 2-4 gegen die Sowjets verloren. Aber wenn man an die 1-10 und 2-10 Niederlagen denkt, welche Schweden im Isvestia-Turnier gegen die Sowjets einkassiert hat. Und im Vorjahr waren die Schweden ja nur auf Platz 6 hinter den Finnen. Die Skandinavier haben sich gewaltig gesteigert. Die Finnen sind nur um Haaresbreite an einer möglichen Bronzemedaille heute Nachmittag gegen Kanada vorbei geschlittert. Kanada ist Dritter, Finnland ist Vierter dieser Weltmeisterschaft. Etwas mehr als eine Minute noch. Schmilev Chance. Endstation Aslin. Ein Name, den man sich merken muss. Und diese schwedische Mannschaft, die wird uns vielleicht noch manche tolle Überraschung liefern. Im kommenden Jahr finden ja die Weltmeisterschaften in Wien statt. Dann wird auch die Schweizer Mannschaft anstelle der abgestiegenen Polen mit dabei sein. Und dann werden vor allem auch die Tschechoslowaken wieder dabei sein. Sie werden sicher von ihren Fehlern, welche sie dieses Jahr in der Vorbereitungsphase gemacht haben, gelernt haben und sich dann für die Schlappe des Jahres 86 revanchieren. Nun ist es die sowjetische Mannschaft, welche vom Recht der 30 Sekunden Timeout Gebrauch macht, während Torhüter Aslin umarmt wird von seinen Kameraden. Es wird ihm gratuliert, zu Recht. Er hat eine tolle Leistung gebracht. Es war nicht sein erstes Länderspiel, sicher nicht, aber ich glaube, mehr als 6 hat er bisher noch nicht gespielt. 3-2 also. Und nur noch 47 Sekunden gespielt. Aber hier geht es nicht nur um die Goldmedaille, sondern auch um Prestige. Und deshalb bringen die Schweden jetzt einen 6. Feldspieler aufs Eis, um, wenn möglich, noch den Ausgleich erzielen zu können. 3-2 heißt es. Und dieser Spielstand ist den Sowjets bestimmt nicht geschenkt worden. Sie mussten ihn sich hart verdienen. Nordmark versucht zu verhindern, dass ein Weitschuss ins Tor geht. Sie sehen es, 31 Sekunden noch. Und es ist trotzdem auch ohne die Tschechoslowakei zu einem spannenden, wirklich guten Schlussspiel dieser 51. Weltmeisterschaft gekommen.
Handicap der Schweden natürlich. Ihnen genügte nicht wie den Sowjets ein Unentschieden. Sie müssen das Spiel gewinnen. Dazu bleibt aber nur noch jetzt 30 Sekunden da. Makarov. Sekunden. Und das Spiel ist zu Ende. Mit Mühe, aber doch schlussendlich sicher gewinnt die sowjetische Mannschaft. Eine der besten, die man bisher gesehen hat, nicht in diesem Spiel, sondern insgesamt über alle Spiele gesehen, gegen Schweden mit 3:2 und wird damit Rekordweltmeister. Die Kanadier waren bis jetzt 19 Mal Weltmeister, jetzt sind die Russen zum 20. Mal Weltmeister geworden und sie haben ihr lang ersehntes Ziel erreicht, die Kanadier überflügelt zu haben. Das ist der Schlussstand dieser Weltmeisterschaften. Goldmedaille für die Sowjetunion, Silbermedaille für die ausgezeichneten Schweden, die sich mächtig gesteigert haben. Bronzemedaille für die Kanadier. Dann Platz 4 Finnland. Und jetzt die Nationalhymne für den Weltmeister. Tschechoslowaken, die hier eine unglückliche Vorstellung gegeben haben. Platz 6 USA, Platz 7 die Bundesrepublik, Platz 8 und damit Absteiger die Polen, die im kommenden Jahr in Wien durch die Schweizer Mannschaft ersetzt werden. Nikov bekommt den Preis für den besten Spieler in dieser Partie. Auf der anderen Seite darf sehr verdient Oslin, der dritte Mann der Schweden im Tor, diese Auszeichnung entgegennehmen.